ein nicht so einfaches, aber trotzdem wichtiges Thema für euch. Und zwar geht es heute um Kinderrechte. Wir machen euch und uns jetzt mal darüber schlau. Jetzt geht's los! Wir machen jetzt den Webcheck. Mal schauen, was im Netz zu finden ist. Oh, guck mal hier, das ist doch ein spannendes Video. Was sind Kinderrechte? Ja, was sind Kinderrechte? Was ihr euch so wünscht? Dass die Kinder ordentlich behandelt werden, von ihren Eltern, sowie auch im Kindergarten, Schule und so. Kinderrechte, ja, die Kinder haben eigentlich jetzt so, dass die Kinder jetzt mehr Rechte haben wie früher, dass auch das beachtet werden kann, dass man auf die Kinder hören soll. Und nicht bloß, dass man schimpft überall, gerade wie da oben wieder, dass sie schon wieder ein Schild hingestellt haben hier, für die Kinder Fußballspielen verboten, auf einer freien Wiese, ist doch Quatsch. Ihr könnt doch die Kinder ruhig da oben spielen. Ja. Naja, das ist ja, aber da gibt es immer noch solche Menschen, die das halt nicht zulassen. Jetzt auch die Kinder, was sie sagen haben. Oh, ich bin ein uralter Mensch, ich weiß da nimmer viel. Recht auf Bildung, Recht auf Essen und Recht auf verantwortliche Eltern? Ja, Kinder haben auch ihr Recht zu vertreten und ihre Meinung muss respektiert werden, überall. Ich habe einen Bekanntenkreis, wo das Mädchen auch mit 15 Jahren jetzt was abgelehnt hat, was sie nicht möchte. Es hat keiner damit gerechnet. Es muss sich aber daran gehalten werden, dass auch sie eben ihre Rechte bestimmen können und davon Gebrauch machen können. Und warum sind sie wichtig? Ja, weil ihr unsere Zukunft seid. Naja, wir brauchen doch die Kinder. Ja. Unsere Zukunft brauchen wir doch. Wenn wir keine Zukunft haben, was soll denn da werden? Mhm. In Deutschland sind so viele alte Menschen. Was ist denn dann? Ja. Ohne Kinder geht keine Welt mehr. Ja, da haben Sie auch recht. Gab es denn bei Ihnen früher auch schon Kinderrechte? Naja, es gab mehr Prügel wie Rechte. Wie ich in die Schule gekommen bin, da habe ich auf die Finger gekriegt, weil ich Linkshänder war als kleines Kind. Weil das ein Kind braucht, dass es gut wächst und gedeiht. Na, es wollen ja alles erwachsene Persönlichkeiten werden und sie müssen ja damit eben aufwachsen und schon jetzt Verständigung oder Verständnis finden für alles, was sie eben selbst auch möchten, damit sie das lernen, den Umgang mit Problemen und eben auch ihre Rechte dann aufbauen können, was sie halt dürfen oder nicht dürfen und wie sie das halt durchsetzen können. Okay, finde ich eigentlich, dass man das respektieren muss. Und deshalb gibt es die und sollen sie auch immer eigentlich angehalten werden, gell? Ja, weil das unsere Jugend ist. Das ist die Zukunft. So ist es also. Kinder haben ein Recht auf Zuhause, Familie und Gesundheit und keine Kinderarbeit. Und natürlich auch auf Schutz und Bildung. Aber wie ist das hier in Bad Lobenstein? Finden Sie, dass Bad Lobenstein eine kinderfreundliche Stadt ist? Ja, würde ich sagen. Ich denke, nein. Und warum denken Sie das? Weil ich weiß jetzt nicht, was wirklich für die Jugend hier gemacht wird und für Kinder. Oh. Vor allen Dingen. Es gibt nur das Kino, was ich jetzt so weiß. Ja. Einen richtig schönen, tollen Spielplatz auch nicht. Also ich denke eher nicht so richtig. Ich finde es schon. Okay, warum? Ja, es ist ja auch relativ, also verkehrsberuhigt, jetzt hier auch in der Innenstadt und so weiter. Und wenn dann halt die Kinder dann natürlich so ein bisschen, ja, spielen ist ja hier noch nicht gedacht, aber ich kriege das jetzt von der Schule oben mit, weil die immer hier runtergehen. Ist eigentlich ganz ruhig, ne? Also sie müssen nicht auf große Straßen achten. Was fehlt in Ihrer Meinung nach in der Stadt für Kinder? Ja, habt ihr die Attraktivität halt für Kinder, dass auch mehr Veranstaltungen zum Beispiel sind für Kinder? Da könnte sicher noch einiges getan werden für die Kinder. Würde ich schon sagen, dass Lobenstein eine kinderfreundliche Stadt ist. Und warum? Ja, es gibt einige Angebote für Kinder, die man nutzen kann, wenn man das möchte. Spielplätze, Therme, Kino, Sporthallen, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Es gibt Sportvereine, wo die Kinder mitmachen können. Also es gibt schon ein großes Angebot, finde ich. Was ich gut finde, ist, dass zumindest im Kino für Kinder die Filme kommen. Aber ansonsten sind bestimmt noch eine ganze Menge Freizeitaktivitäten möglich, die für Kinder gemacht werden können. Okay. Weil grundsätzlich würde ich hier schon sagen ja, weil ich
denke, dass jeder hier einen Kindergartenplatz kriegen kann, der einen möchte. Ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört, was halt in anderen Städten nicht so ist. Wir haben Spielplätze, es wurde jetzt die neue Skaterbahn gebaut. Es ist sicherlich noch mehr möglich, aber ich denke schon, dass es in die richtige Richtung geht. Was würden Sie verändern, damit es noch kinderfreundlicher wird? Man kann jetzt nicht sagen, da müssen noch mehr Spielplätze her oder irgendwas, weil es muss ja auch irgendwo genutzt werden. Ne? Das hat, glaube ich, auch nichts jetzt mit den Geschäften hier zu tun oder sonst wie, sondern einfach mit den Freizeitangeboten, die für die Kinder zum Teil hier wirklich fehlen. Also, okay. Wo man früher noch das Jugendhaus hatte, wo die Kinder, also vor allem Jugendliche auch sich treffen konnten oder so. Ich glaube, solche Sachen fehlen so ein bisschen. Ne? Und schaut mal hier, es gibt mehrere Kinderhilfsorganisationen. Es gibt noch die UN-Kinderrechtskonvention. Die gibt es seit 1989 und die haben das mit den Kinderrechten ein bisschen geregelt, weil einige Staaten das noch nicht so gut fanden. Ich hoffe, ihr habt das Thema Kinderrechte verstanden. Check. Check. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann schaut doch nochmal im Netz nach. Ciao, Tschüssikowski.